Hallo, ich bin gesagt und herzlich willkommen zum zweiten Server-Updates-Video auf meinem Kanal. Ja, letztes Mal habe ich euch ja den Spawn gezeigt, den kann ich euch auch jetzt nochmal ganz kurz hier zeigen, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ich habe noch ein bisschen Speedrunner und ich habe keinen Shader reingenommen. Oh nein, das habe ich ganz vergessen, kein Shader. Ja, so sieht momentan der Spawn aus, da wird sich noch einiges dran tun und ja, aber darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Es geht jetzt eher so ein bisschen um das Server-Team, weil ein paar haben sich glücklicherweise beworben und ja, da haben wir auch schon angefangen zu bauen. Da gehen wir einfach mal zum Warp, Danny Lollman, weil die haben alle hier was gebaut, können vorbauen hier ein bisschen. Das könnt ihr auch noch, also einfach mal bewerben. Hier das so Redstone-Konstruktion habe ich mal ein bisschen gebaut, aus Spaß, aber das ist eigentlich jetzt nicht wichtig. Ja, auf jeden Fall haben wir einige vorgebaut. Hier ein sehr weißes Gebäude, also die konnten einfach frei bauen, was sie wollten. Die meisten haben irgendwie Spawn gebaut. Hier schon finde ich eine etwas bessere Sache so. Auf jeden Fall sieht er schon mal gar nicht so schlecht aus. Wer von denen jetzt ins Server-Team kommt, steht noch lange nicht fest. Beziehungsweise bei zwei steht es fest, das war einmal bei ihm hier. Das hat der Martin gebaut. Hallo Martin, der ist gerade nicht auf dem Server. Und ja, das sieht auf jeden Fall so aus hier. Und dann hat das noch der Samuel, das ist... Der ist auch nicht auf dem Server, nee. Hat das hier gebaut. Das ist auf jeden Fall, finde ich, richtig geil. Und das kommt auf jeden Fall auch... Boah, der kommt auf jeden Fall auch ins Server-Team als Builder. Und mein Bruder hat hinten auch was gebaut. Finde ich auch recht cool eigentlich. Und der wird auch ins Server-Team kommen. Was weiß ich noch nicht. Vielleicht, ich denke, mein Bruder werde ich Moderator einfach machen, weil der hat mich gefragt und der würde halt, ne? Er hat mich halt gefragt, ob er mitmachen darf. Und dann habe ich gesagt, ja, wird natürlich ganz normal. Damit es nicht fair, nicht unfair anderen gegenüber ist, muss er natürlich dann den gleichen oder zumindest einen Anteil an den Serverkosten dann bezahlen, weil es ist noch nicht ganz sicher, ob er Admin oder ob er halt Owner wird. Oder Moderator, je nachdem. Also entweder Moderator, dann müsste er nichts bezahlen, oder Admin oder Server-Owner, dann müsste er ganz normal mit bezahlen. Ja, das hat er auf jeden Fall hier gebaut. Hier hinten, da hinten war noch was, genau. Das hat, ich glaube, Fabian hieß er, warte. Der Sepcard, ich glaube, Fabian heißt da. Ja, okay, das hat er auf jeden Fall hier gebaut, finde ich noch ein bisschen, also es können ein paar mehr Ebenen so rein, also, ne, vielleicht so Fensterrahmen oder irgendwie, keine Ahnung, ne, bisschen sowas mit Ebenen ist ja schon hier mit diesen Teilen so, ne, aber mehr halt auch nicht und es ist jetzt auch ein, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Server-Video gesagt habe, ups, so, jetzt gab es hier so, bam, schöne Druckplatten, mit denen man so richtig sneaky fliegen kann. Und boom, yes. Okay, noch kurz Info zu Minecraft Daisy. Ja, das wird, ich weiß nicht, ob ich es heute oder morgen hochlade. Also ich habe es noch nicht aufgenommen, deswegen weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Und ja, das wird auf jeden Fall jetzt wieder kommen. Und ja, dann war es das eigentlich auch von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ja, bye, bye.